Deutschland, 18 Uhr, willkommen bei den Movie Picker News. Schönen guten Abend. Düsseldorf, der äußerst erfolglose YouTuber Movie Picker erlaubt sich in letzter Zeit zu viel. Auf seinem Kanal häufigen sich Fails über Fails und alles auf Kosten seiner Abonnenten. Der äußerst tragische Vorfall ereignete sich in seiner durch YouTube Money gesponserten luxuriösen Villa in Düsseldorf. Hier ein Archivfoto. Und unser Außenkorrespondent Rainer Zufall ist hoffentlich vor Ort und kann uns detailreichere Aufschlüsse geben. Rainer, bist du vor Ort? Bist du da? Kannst du uns was sagen? Rainer, ich übergebe mich an dich. Ja, ich befinde mich vor Ort. Vielen Dank, Rainer. Sehr geehrte Damen und Herren, das waren die Movie Picker News. Schönen Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen. Schönen guten Abend. Hallo, meine lieben Filmfans und fucking Freaks. Ich möchte euch jetzt was vorstellen, natürlich Filme, gar keine Frage. Und zwar in einer Verpackung, wie ihr es hier auf meinem Kanal bis auf eine Ausnahme nur einmal gesehen habt. Und zwar möchte ich euch gerne ein Hardboxen-Update vorstellen. Ja, ihr habt richtig gelesen. Und zwar wollte ich, also ich bin so meine Sammlung durchgegangen und ja, was habe ich eigentlich doppelt? Was muss ich nicht unbedingt behalten? Was kann weg? Und ja, dann hatte ich dann doch einen relativ kleinen Stapel, wo ich mir gedacht habe, so ja, komm, du hast zwei Rob Zombie-Filme im Mediabook, du brauchst die Trilogie im Schuber nicht. Den, wie heißt der, den El Super Bisto kannst du dir irgendwie mal auf dem Ramsch laden. Nochmal neu holen für 1,99 und so weiter und so fort. Und ja, eigentlich wollte ich die Sachen verkaufen, aber derjenige, der Interesse an an dieser Box und noch an anderen Sachen gezeigt hat, er meinte dann, er hätte jede Menge Hardboxen abzugeben. Und er würde auch zum Beispiel bei dieser Trilogie, wo drei Filme drin sind, hat er ganz knallhart gesagt, hör mal, dann sucht ihr auch dafür zum Beispiel drei Hardboxen aus. Wo ich mir gedacht habe, gucken kann man ja mal. Und heißt ja nicht, dass die Filme, die es in Hardboxen gibt, dass die schlecht sind. Und ich muss sagen, ich glaube, mich hat so ein bisschen das Hardboxen-Fieber gepackt, Leute. Also, ich habe ja eigentlich mal erzählt, dass ich nicht so der Hardboxen-Fan bin und dass mir auch die Designs teilweise nicht so gefallen. Aber es gibt natürlich solche und solche. Und ja, ich muss es leider zugeben, wenn man die selber erstmal in der Hand hat, dann sind sie doch ziemlich geil. Aber ich laber schon wieder zu viel. Und zwar fangen wir einfach direkt mit dem ersten an. Und zwar habe ich mir hier einmal Jenglot ausgesucht. Pantai Selatan. From the makers of Air Terjun Pengantin. Keine Ahnung. Ja, heißt auch anders Virgin Beach Creature und ist auch in der normalen DVD M-Ray rausgekommen von WVG Films. Und ja, allein schon das Cover habe ich gesagt, nehme ich. Und zwar, ja, hier wird es, glaube ich, schon perfekt beschrieben. Beach, Babes, Boobs and Blood. Das sind auch meine Lieblingswörter mit B. Und das
Das Ganze ist hier limitiert auf 50 Stück. Ich habe hier die Nummer 32. Und ich glaube, dieser Hardbox haben auch, glaube ich, Mickeys und Mallorys Filmuniversum geschenkt bekommen. Und ja, es ist genau mein Scheiß. Also ich hoffe, der ist echt einigermaßen gut und lustig und ja, wie gesagt, hatte er im Angebot und dachte ich mir so, komm, nimm einfach mal mit. Als nächstes, leider nicht als Blu-ray-Hardbox, leider nur als DVD, aber ist nicht schlimm, haben wir hier The Cemetery. Ein Film, den ich ja noch nicht gesehen habe. Und den gibt es ja auch als Digipack, glaube ich, wo auch Blu-ray und DVD drin ist. Ja. Ist hier limitiert auf 99 Stück. Ich habe hier die Nummer 93. Soll wohl gar nicht mal so schlimm sein. Also so im Sinne von Mann ist der Scheiße. Soll wohl auch, glaube ich, soweit ich das von anderen verstanden habe, soll wohl auch ein kleiner metallastiger Soundtrack so im Hintergrund laufen. Und ich finde allein das Cover ist Mörder. Also trifft genau meinen Geschmack. Also ich glaube, ich lasse mir das auch irgendwie hier auf die Wade oder so tätowieren. Ohne Scheiß. Das ist richtig, richtig geil, das Cover. Und ja, hier das T als umgedrehtes Kreuz ist auch richtig schön kreativ. Ist natürlich nichts Neues, klar, ne? Aber ja, es passt halt alles irgendwie. Und ja, bin ich halt auch echt mal mega gespannt und es ist richtig geil. Dann kommen wir hier zu einem deutschen Amateurfilm und zwar ein Film von Sebastian Radtke. Psychotika oder Psychotika, ich weiß nicht, wie es genau ausgesprochen wird, hier in einem unzensierten Director's Cut. Auch ebenfalls limitiert auf 1000 Stück. Hier ist die Nummer 762, handschriftlich nummeriert aus der MUP Collection, Maximum Uncut Productions. Dort habe ich ja auch schon ein paar Sachen euch damals aus der Vergangenheit vorgestellt und ja, hier bin ich auch echt mal mega gespannt drauf. Ich habe ja immer noch ein Herz für Independent-Filme. Und ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es den Film nur in der großen Hardbox gibt. Oder ob es hiervon auch noch eine M-Ray gibt. Gar kein Plan. Wichtig ist für mich immer nur, dass der Film erstmal ungekürzt ist und ja, bin ich mal gespannt drauf. Dann haben wir hier einen weiteren Independent-Film und zwar Blood Angel 2, das Remake von Ich spuck auf dein Grab. Dachte ich mir so, klingt interessant, nehme ich. Ja, ist hier limitiert auf 1000 Stück. Ich habe hier die Nummer 4. Hi-Fi Stereo. Top. Holy Diver Films, ja, wie gesagt, kann ich auch gar nichts zu sagen. Wie gesagt, es sieht auf jeden Fall schön amateurhaft aus. Ich stehe da echt drauf. So sieht die Disc aus. Ist jetzt nicht das Schönste, aber ich habe halt nur gesehen, irgendwie, ja, Blood Angel, das klingt so reißerisch und, ja, den habe ich mir dann halt auch noch bei diesem Tauschupdate ausgesucht. Ja, kommen wir zur der letzten Hardbox. Und zwar habe ich mir hier ausgesucht A Gun for Jennifer. Und zwar, den hatte ich schon mal. Allerdings, Moment, ich zeige euch mal die Disc. Genau, und zwar ist das hier auch, was heißt leider, es ist halt ein Repack aus dieser Midnight Express Collection 2. Und diese Edition hatte ich halt in diesem komischen Papp-Ding. Und ja, wie gesagt, ne, es ist halt hier alles
geschrieben mit Collection Nummer 2. Natürlich gibt es logischerweise eine 1. Ich glaube, es gibt irgendwie 5 oder 6 Filme aus dieser Collection und da ich es halt nicht mag, wenn irgendwelche Sachen nummeriert sind und du immer nur, keine Ahnung, Nummer 2 im Regal hast, Nummer 6 und Nummer 15, habe ich mich halt von diesem Film halt getrennt und habe dann komischerweise ein paar Tage später halt gesehen, dass er halt auch diese Hardbox davon hat und hab ich gesagt, nehme ich sofort, wusste halt nicht, dass es halt ein Repack ist, aber die sieht ja auch mal viel, viel geiler aus als dieses blöde Pappding, was einfach nur... hoffentlich vor Ort und kann uns detailreiche auf... viel zu viel aufgrund... Wieso sag ich immer aufgrund? Kosten seiner Abonnenten. Der äußerst tragische... Ich finde immer so.